80% der Menschen in Deutschland verfügen heute über ein internetfähiges Smartphone. Das Smartphone ist unser täglicher Begleiter, unser Fenster in eine moderne, digitalisierte Welt. In der digitalisierten Welt erledigen wir damit alles ganz bequem von unterwegs oder zu Hause. Wir kaufen ein, tauschen uns mit unseren Freunden und Bekannten aus, kommunizieren mit unserem Energieversorger oder erledigen Behördengänge. Auch die Stadt, in der wir leben, ist Teil dieser digitalen Welt. Digitalisierung macht unsere Stadt zur Smart City. Klassische Angebote und Services unserer Kommunen werden um digitale Angebote erweitert, die unseren Alltag erleichtern. Die Digitalisierung schafft viele Vorteile. Aber sobald wir das Fenster in diese Welt öffnen, erzeugen wir persönliche Daten. Und Daten sind das Gold unserer Zeit. Diese Daten sind wertvoll für globale Player, die unseren Bedarf nach digitalen Angeboten erkannt haben und immer mehr danach streben, mit attraktiven Services auch kommunale Versorgungsschnittstellen zu besetzen. Aber Global Player haben vor allem ein Interesse daran, mit ihren Daten private Gewinne zu erwirtschaften. Dabei ist es wie und warum nicht eindeutig geregelt und auf die Einhaltung demokratischer Grundsätze überprüft. Lokale und kommunale Unternehmen bieten hier klare Vorteile. Lokale Anbieter verfügen über lokales Wissen und setzen den Schutz unserer Daten in den Mittelpunkt. Außerdem bieten sie persönliche Anlaufstellen mit zahlreichen Serviceangeboten. Dadurch erzeugen sie einen Mehrwert für BürgerInnen. Schlagkräftige Argumente bei der Sicherung der digitalen Daseinsvorsorge in unserer Smart City.